Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Star Wars The Old Republic. Was war das für ein Endkampf hier in der letzten Folge? Da haben wir gegen die unterschiedlichen Formen des Imperators gekämpft und wir sind siegreich hervorgegangen. Das heißt, das Böse aller Bösesten ist endgültig vernichtet, hoffen wir zumindest. Wir haben hier trotzdem noch weitere Quests, Spirit of Vengeance. Da wollen wir mal gucken, was uns hier erwartet. Jay Whistler, mit dem Handlungsstrang geht's hier weiter. Mach den Sprung auf meinen Befehl. Keinen Moment früher, verstanden? Gut. Da seid ihr ja. Ich brauche eure Hilfe. Was ist passiert? Mein Berater Jakia Ordo ist bei einer Lieferung spurlos verschwunden. Es gab in letzter Zeit Probleme. Einige unserer Begleitmissionen wurden überfallen. Ich erinnere mich, dass ihr das mit ihm besprochen habt, ja. Richtig. Jakia hat versucht, diese Gruppe zu entlarven. Wir wussten beide, dass etwas Großes kommen würde. Sieht aus, als wäre es hier. Was braucht ihr? Wie kann ich helfen? Das wollte ich hören. Jakia hat mein Flaggschiff, die Spirit of Vengeance 2, befehligt. Es braucht eine ganze Flotte, um diese Bestie auch nur ansatzweise aufzuhalten. Wer auch immer sie sind, sie waren vorbereitet. Wisst ihr, ich habe damit gerechnet, dass es jemand auf mich absehen würde. Ich habe mich sogar darauf gefreut. Aber das hier ist das Werk von Feiglingen, nicht von Kriegern. Das hier ist Jakias letzte bekannte Position. Ich bringe jedes Schiff, das ich finden kann, zu diesen Koordinaten. Wir treffen uns dort. Ich bin direkt hinter euch. Bringt ein Inferno, meine Freundin. Burey. Tja, Inferno, damit können wir dienen. Taurian, ihr habt es schon gehört? Ich muss los, um Shay den Rücken freizuhalten. Seid vorsichtig. Wir wissen nicht, was da draußen ist. Wer auch immer sie sind, sie haben sich mit euch und Mandalore angelegt. Ganz dumme Idee. Wir sehen uns dort. Ganz dumme Idee, das stimmt. Es geht los. Schließt den Flashpoint, die Spirit of Vengeance im Einzelspieler Story-Modus ab. Da sind wir schon direkt. Und wir betreten den mal. Schauen, was hier so passiert. Der Schnelligkeitswert beschleunigt deine Aktivierungs- und Kanalisierungszeit. Also je höher der Schnelligkeitswert, desto schneller sind wir mit solchen Sachen durch. Perfektes Timing. Wir haben hier ein Problem mit der Spirit of Vengeance. Das sehe ich. Wir müssen euch auf diese Schiffe bringen, wenn wir das hier gewinnen wollen. Verstanden. Können wir die Leinen durchtrennen? Taurian hier. Wir haben es versucht, aber wegen des Kraftfalls haben wir fast ein Loch in die Spirit gerissen. Entert alle feindlichen Schiffe, unterbrecht die Energiezufuhr und kümmert euch dann um die Leine. Ist das klar? Ihr könnt euch auf mich verlassen. Ich mache den Weg zum nächsten Schiff frei. Wes Ordo ist zur Unterstützung der Bodentruppen unterwegs. Er ist motiviert. Das ist sein Bruder, den wir suchen. Ich erinnere mich. Hat Jakia sich gemeldet? Nein. Wir müssen uns beeilen. Okay, startet den Angriff. So kann man das natürlich auch machen. Unser Ehrengast ist soeben eingetroffen, Mandalore. Nicht ganz problemlos, muss ich dazu sagen. Ich bin Raz. Braucht ihr einen Verband oder sowas? Keine Zeit. Vielleicht später. Wir müssen uns um ein paar Leinen kümmern.
Da habt ihr recht. Okay, der kommt mit uns. Und da warten schon wieder die Gegner auf uns. Erreiche die Leinensteuerung. Dann wollen wir mal. Da kommen aber gleich ganz viele um die Ecke. Das ist eindeutig mandalorianische Ausrüstung. Mit wem haben wir es hier zu tun? Mandalorianer bekämpfen Mandalorianer? Oder wie sieht's aus? Da am Stuhl fest. Okay, wir müssen kämpfen. Guckt, ob wir die vielleicht umgehen können. Wollen wir hoch. Der Varad. Du hast 150 gegnerische Varad im Flashpoint besiegt. Sehr schön. Froh, dass die relativ leicht umfallen hier, die Gegner. Oh, da unten warten schon wieder ein paar Tierchen auf uns. Da, ein Varad-Hund. Wo kommt die denn her jetzt? Die ist nochmal von hinten angeschlichen. Trenn die erste Enterline ab. Schade, ich dachte, der fällt vielleicht runter. Ah.
einmal plündern. So, gucken wir mal. Hätte das was gebracht? Ne, der wäre wahrscheinlich wieder hochgekommen. Selbst wenn er runtergefallen wäre. Da müssen wir ran. Wer kommt denn da? Kennen wir den? Ihr zwei verursacht all diese Probleme? Clan Varad wurde eine Armee versprochen. Wir sind eine Armee. Ihr habt eine bekommen. Ihr und der Kleine werdet mich ein wenig unterhalten, bevor ich die Spirit of Vengeance in Stücke reiße. Feldmarschall Kohl wird mich für eure Köpfe reich belohnen. Der Kleine fragt sich, ob ihr jemals aufhört zu reden. Okay, da haben wir schon den nächsten Gegner. Das Blut wird fließen. Oh, auf einmal steht der hinter uns. Interessant. Naja, wir kennen nicht mal deinen Namen, Gorga Brack. Also, warum sollen wir dich nicht aufhalten können? Ich lösche euch aus. Hier würde ich eigentlich rauslaufen, kann gerade nicht. Ihr seid gut, aber nichts kann mich aufhalten. Das war's mit ihm. Wir sollen eine Enterkapsel beschlagnahmen, um die Fortunes Forli zu erreichen. Bleiben noch zwei weitere Leinen, die die Spirit auseinanderreißen. Kehrt zu eurem Schiff zurück. Es hat auf dem Weg hinein ziemlich viel Schaden genommen. Da gehen wir zum nächsten Schiff rüber. Und auf jedem Schiff werden wir wahrscheinlich so eine Art Kommandanten finden. Wie den jetzt gerade. Können wir auch für die normalen Kämpfe noch nutzen, solange wir Zugriff drauf haben. Dürfte aber gleich verschwinden. Ja, da ist es auch schon weg. Das ist die Täter. Den haben wir jetzt auch gleich down. Treffer gelandet haben. Wir orten ein Leck im Maschinenraum. Diese Schiffsbesatzung ist in Schwierigkeiten. Wir sollten immer gucken, dass wir die Sanitäter auf jeden Fall zuerst irgendwie da umkriegen.
dass verkürzt die Kämpfe natürlich einig ist. Nicht, dass wir es aufgrund der Schwierigkeit nötig hätten, aber sind wir hier halt nochmal ein bisschen schneller durch. Fallen. Was soll denn hier Schönes? Ein Wissensobjekt. Ein persönliches Datenpad. Okay, Damanda-Rekrutierung haben wir hier gefunden. Kommen wir nicht wieder raus? Müssen wir da springen? Oder kommen wir darüber? Ich glaube, das ist der bessere Weg hier. Klappt gut hier mit der Heilung auch. Aber keine Probleme. Auf zur Offiziersküche. Wir müssen uns hier wieder durch das Schiff durchkämpfen, bis wir zur Brücke kommen. Ja, die sind friedlich. Dann tun wir euch auch nichts. Hat er sich doch nochmal geheilt? Okay, weiter geht's. Ich glaube, hier können wir nichts entdecken, oder? Ist natürlich gespannt, ob wir irgendwo Wissensobjekte haben. Aber bisher haben wir nur das eine gefunden. Ja, dann gehen wir hier weiter. Gegen anheilen noch ein paar unschuldige Menschen dazu geholt. Sehr schön. Weiter geht's. Wir halten uns hier gar nicht lange auf. Ah!
der Darmanda. 150 gegnerische Darmanda im Flashpoint besiegt. Wunderbar. So, wir halten auch hier nochmal Ausschau. Kein Wissensobjekt. Ist halt die Frage, wo wir lang gehen. Auch hier glaube ich lang. Gucken wir uns die Räume hier nochmal an. Ah, Bonus. Finde die Hälfte des Zellenschlüssels. Das ist ein bisschen hart hier gerade. Kriegen wir aber hin. Hier müssen wir wahrscheinlich ein bisschen suchen. Goldies Schlösser. So, den zweiten Teil vom Schlüssel brauchen wir auch noch. Der ist dann vermutlich hier hinten irgendwo. Wunderbar. Dann gucken wir hier hinten mal in der Ecke. Kein Schlüssel. Mal was übersehen? Oder müssen wir den woanders suchen? Könnte auch sein, dass wir den woanders suchen müssen. Ah, nee, hier. Wird auf der Karte nicht angezeigt. Öffnung Goldies Zelle. So, hier haben wir keine Zelle, ne? Müssen wir mal gucken, wo wir die finden. Ein weiterer Kampf gewonnen. Gut, Leute, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Dann werden wir hier weitermachen mit dem Flashpoint und hoffentlich Goldies Zelle dann auch finden und die Leinensteuerung von dem Schiff hier entfernen. Würde mich freuen, wenn ihr dann zur nächsten Folge auch wieder einschaltet. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.